Wir sind hier in Berugas Labor und wollen heute mit dem wundervollen Aufzug fahren. So, passiert jetzt hier noch irgendwas oder so? Oder fahren wir jetzt hier quasi nur rum? Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Gefällt mir. Macht was her. Ich habe jetzt so einen typischen, wie in vielen JRPGs, Kampf erwartet irgendwie, dass hier auf dem Aufzug jetzt irgendwelche Gegner kommen oder sowas in der Richtung. Ah, okay, man kann jetzt auch wieder hochfahren, alles klar. Das heißt, der schaltet das runter und der vor. Okay. Den Weg schneide ich mal kurz raus. So, jetzt kann ich hier nicht weiter runterfahren. Nee, alles klar. Gut, das heißt, der ist runter, der ist hoch, aber halt geht nur, wenn ich jetzt hier bin und ja, okay, alles klar, ja. Macht Sinn, gut. Dann gehen wir mal weiter. Gab es jetzt hier noch irgendwas? Ist hier noch irgendwie ein versteckter Weg oder so in der Richtung? Sieht nicht so aus. Kommen wir einfach weiter. Und gucken mal, was jetzt hier passiert. Da sind irgendwelche komischen Ampeln oder sowas in der Richtung. Kann ich hier hochklettern? Nee, nicht wirklich. So, das ist ein Laufband. Das erinnert mich gerade alles an einen der letzten Dungeons aus Tales of Destiny irgendwie gerade. Tales of Destiny kam auf jeden Fall später raus als Terranigma. Jetzt auch nicht mal so unbedingt, aber gerade der Raum, wo so ein bisschen was überall geblinkt hat und so. Aber ist ein ganz cooler Dungeon bisher. Okay, wo komme ich jetzt hier weiter? Kann ich hier irgendwie wieder was schieben oder so? Was soll ich tun, Spiel? Gibt's hier irgendwas? Ist hier irgendwo ein Weg? Ich sehe gerade nichts. Das kann ich auch noch verschieben oder so. Kann ich es wegziehen oder sonst was? Ach ja, okay, jetzt wird durchgekommen, alles klar. Ja, das. Okay, man sieht es auf jeden Fall, man sieht es. Aber so ist ein Dungeon nicht immer einfach, hier den richtigen Weg zu finden, sag ich mal. Was seid ihr denn? Wieder irgendwelche Roboter. Oh, jetzt hänge ich neben drinnen. Und die können scheinbar durch die Luft fliegen, alles klar. So, und schießen. Ja, okay. Macht Sinn irgendwie. Kann ich dich vielleicht verschieben? Ja, okay, da gehe ich aber später erst hin. Da drüben liegt irgendwas. Oder dieses braune Ding da. Ich weiß nicht, was das genau war. Vielleicht hat da irgendwas gelegen. Vielleicht war es auch irgendwas anderes. Keine Ahnung. Bin ich jetzt auf der Seite hier? Nee. Ich dachte gerade. Das sind scheinbar irgendwelche Teleporter oder sowas in der Richtung. Alles klar. Aber jetzt bin ich da auf der anderen Seite oder was? Wo der andere da ist? Oder wie darf ich das verstehen? Ja, alles klar. Scheinbar schon. Jetzt ist die Frage, ist das hier der richtige... Ah, jetzt bin ich hier. Moment, ich... Wow. Der ist voll in mich reingesprungen quasi. Sehr schön. Ich halte euch auch gleich mal aus, würde ich sagen. Sehr schön, das war ein guter Schlag. Kann ich das jetzt hier rausschieben oder so? Nee, alles klar, scheinbar nicht. Doch, kann ich. Ha. Ich bin gut. Jetzt habe ich quasi eine Abkürzung erschaffen, sehr schön. Moment. So, ich will nur mal ganz kurz gucken, wo der Raum jetzt hier genau hingeführt hat. Genau, hier oben war noch ein Weg, alles klar. Und da unten war der Weg mit dem Teleporter, alles klar. So, jetzt will ich mich nochmal hier drüben ein bisschen besser umgucken. Ich muss wieder, wie immer, alles 10-mal sehen, wo es da jetzt genau lang geht. Okay, das resettet sich also immer alles, alles klar. Gut, ich will halt nichts verpassen, Omi, deswegen bin ich ein Mensch, der sich Dinge gern mal 10-mal anguckt. Merkt man auch meine Let's Plays wahrscheinlich. Immer. Oh, so gut wie immer, keine Ahnung. So, was da jetzt? Ist das irgendwas zum Wegschmeißen, oder? Ja. Okay, das ist klar, also nichts Besonderes. Kann man das vielleicht irgendwie in diese Maschine reinwerfen oder so? Nee. Zumindest nicht in die da von gerade eben. So, du musst sterben. Ah, schade. Nein! Wow, ich spiele wieder richtig gut. Richtig gut auf jeden Fall. So, okay, jetzt bin ich... Wo bin ich jetzt genau? Wo bringt mich dir hin? Okay, einfach hier rüber. Und die bringt mich...
Hier hin, okay. Jetzt kann ich hier runterspringen oder sowas in der Richtung. Bestimmt kann ich mich nachher mit der Plattform bewegen oder sowas in der Richtung. Keine Ahnung. Aber wieso seid ihr denn jetzt respawned? Ah, hier geht's weiter, okay. Aber ich will da noch gar nicht weiter, weil da war vorne noch ein Weg, wo ich was hochschieben konnte. Da hinten der. Den habe ich mir gar nicht weiter angeschaut. Dann muss ich da mal kurz zurück hin. Das müsst ihr euch jetzt angucken, wie ich dahin zurücklaufe. Das müsst ihr ertragen, meinen Erkundungsdrang und alles sehen wollen, Drang und so. Dann muss ich ja quasi einfach nur hier durch, oder? Wartet mal. Nee, Moment, nee, genau, es war jetzt noch hier hoch. Moment, die beiden müssen erst sterben. So, sehr schön. Dann quasi einfach hier hoch. Was bringt mir das jetzt? Scheinbar gar nichts. Keine Ahnung, vielleicht komme ich... Wow, das heißt, der Weg war jetzt voll vom Sonst. Vielleicht komme ich da später noch irgendwie oben weiter oder so, keine Ahnung. Jedenfalls bringt mir das ja scheinbar gar nichts. Okay, alles klar. Gut, dann bin ich wieder hier. Oh, aber... Ich bin so blöd zum Spielen. Komm, stopp einfach. Sehr schön. Dann können wir jetzt ja feiern hier oben lang laufen. Mal gucken, wo es da hingeht. Ich bin gespannt. Den habe ich doch mal gut ausgekontert. Halbwegs. Und den nicht. So, jetzt gucken wir mal, wo komme ich denn hier irgendwie weiter. Hier scheint nichts mehr irgendwie zu sein oder so. Den Schalter betätige ich erstmal nicht. Ich will erstmal gucken, was sonst in dem Raum so ist. Bevor der Schalter jetzt irgendwas... Oh, das war ziemlich viel Schaden. Macht. Und mir irgendwas verwehrt oder so. Ach so, okay. Hier kann man einfach... Okay, ein Shortcut ist das quasi. Alles klar. Cool, dann weiß ich das jetzt auch. Bringt mir... Voll viel. Das heißt, ich hätte quasi beide Wege irgendwie nehmen können. Nee, hätte ich nicht, weil ich komme nicht da hoch. Stimmt, ja. Okay, alles klar. Dann ist jetzt auch mein Erkundungsdrang ein bisschen gestillt, indem ich jetzt weiß, dass da oben nur ein Rückweg quasi ist. So, wo komme ich jetzt aber hier weiter? Komm, stirb. Ist hier ein Weg oder so in Richtung? Nee. Jetzt ist die Frage, was hat mir der Schalter jetzt gebracht? Der hat bestimmt irgendwo jetzt... Ah, ich kann mir vorstellen, wo es gemacht wurde. Moment. Ich dachte jetzt vielleicht bei dem Ding hier. Dass da jetzt irgendwie unten im Weg ist oder sowas in der Richtung. Aber scheinbar, Betonung liegt auf scheinbar. Nicht. War es der Weg hier? Nee, oder? Ja, das war der andere, genau. Nee, ich dachte jetzt vielleicht kann ich damit irgendwie fahren oder sowas in der Richtung. Aber scheinbar nicht. Ha. Dann habe ich gerade keinen wirklichen Plan, wo ich weiterkomme. Vielleicht hier... Ist das hier neu? Ist das hier neu? War ich hier schon mal? Hä? Komm, geh rein. Ja, jetzt bin ich hier drüben wieder. Ja, okay, das haben wir schon mal gesehen, genau. Ha. Ich bin mir gerade nicht sicher... Halt, nee, da geht nicht lang. Ich bin mir gerade nicht sicher, was jetzt hier passiert ist. Durch das Aktivieren des Schalters. Oder ob hier überhaupt irgendwas passiert ist. Vielleicht in dem Raum hier unten irgendwie. Don't know. Aber sieht nicht so aus. Okay, ich suche mal kurz ein bisschen ohne euch, bis ich auch was gefunden habe. Ah, guck mal, der Aufzug kann mich jetzt scheinbar weiter nach unten bringen. Okay, alles klar. Weil ich habe jetzt nochmal ein bisschen gesucht, habe nichts gefunden. Und deswegen bin ich nochmal zum Aufzug zurückgekehrt. Und siehe da, hier gibt es etwas. Alles klar, gut. Dann können wir ja jetzt hier... Ja, arg, Zeit nur am Finger. Dann können wir jetzt hier hoffentlich weiterkommen. So, ist auf jeden Fall ein neuer Bereich, das ist schon mal klar. Was bist du? Bist du ein Gegner? Ja. Kann ich bitte nicht von dem Wolf absorbiert worden sein? Das wäre voll cool. So, ja, hier kann man den guten Schaden zufügen. Okay, aber... Was war das denn gerade? Interessanter Gegner auf jeden Fall. Mag ich, dass es hier so mechanische Gegner gibt und so Roboter und sowas in der Richtung. Und auch in dem Würfel mal was ganz Interessantes.
die einen irgendwie ganz komisch fangen können und sowas in der Richtung. Gefällt mir. Oh, gefällt mir auf jeden Fall der Dungeon. Muss ich sagen. Ist relativ linear auf jeden Fall. Aber schon ganz cool. So, da ist wieder so ein Teleporter irgendwie. Und da ist noch einer. So, komme ich da rüber? Auf die Seite? Irgendwie nicht unbedingt. So, hier unten ist auch nichts oder so. Nee, gut, dann können wir weiter. So, hier rüber komme ich nicht. Nur von hier. Nee, es ist kein Weg scheinbar. Also, immer es dann ist. Es sieht aus wie eine Brücke, aber scheinbar nicht. Dann habe ich ja als einzige Wahl nur die Teleporter. Gucken wir mal. Ja, gut. Wo bin ich denn jetzt? Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, würde ich spontan da sagen. Jetzt war noch schon mal tot. Und du auch. Sehr schön. Und du droppst mir sogar Geld. Dankeschön dafür. Aber als ob ich noch Geld brauche. Hatte ich, kann ich sogar auch treffen. Aber damit verschwende ich jetzt keine Zeit. Ah, das ist eine Truhe. Ah, hör auf. So, sehr schön. Eine Truhe mit einem Abwehrelixier. Sowas hatten wir auch schon länger nicht mehr. Sehr schön. Ja, möchte ich bitte, liebes Spiel. Sehr schön. Jetzt habe ich eine Abwehr, die sehr gestreckert ist. Um 1%. Nicht Prozentpunkt, meine ich. Ich glaube, 1% wäre ein bisschen weniger als so ein Punkt. Habe ich jetzt gerade 2 Würfel absorbiert? Ernsthaft jetzt? Was ist los mit euch? Aber mehr scheint ja nicht zu sein. Das heißt, ich habe quasi direkt die richtige Wahl getroffen. Mit dem Teleporter, der mich zur Schatztruhe bringt. Wundervoll. Und der hier bringt mich jetzt genau wo raus? Ah, ich bin voll in ihn reingegangen. Sehr schön. Oh, kann ihn gut verletzen auf jeden Fall. Jetzt bin ich doch bestimmt... Wenn ich jetzt hier runtergehe... Okay, kann ich gar nicht. Dann bin ich bestimmt da, wo ich gerade eben war, oder? Kann das sein? Ich vermute es einfach mal frech. Ob dies der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Es war gerade ganz hochgestochen geredet. So, wow, du bist an mir vorbeigeschlittert. Mein kleiner roter Freund. Yay, Level Up! Das können wir uns mal gönnen, würde ich sagen. Wir haben schon länger keins mehr gehabt und das ist relativ passend gerade. Sehr schön. 310 Lebenspunkte. Sehr schön. Hier ist aber ziemlich viel los. Hui. Boah, da kommt einer. Ich genieße meinen Aufenthalt hier auf dem Laufband und da kommt einfach einer. Okay, ich treffe den so nicht ganz. Ha, jetzt aber. Nein. Komm, ach, er ist schon explodiert. Sehr schön. Und du auch bitte gleich noch. Sehr schön. Wundervoll. Da drüben ist scheinbar nichts mehr. Kann ich nicht damit durch. Gut, das heißt, ich habe jetzt nur noch einen Teleporter zum Weitergehen. Und von hier unten komme ich, ja. Ja, das sieht ja danach aus. Gut. Dann können wir ja weitergehen und mal gucken. Hier oben war nichts mehr. Gut, dann können wir jetzt den letzten Teleporter nehmen, der noch hier zur Verfügung steht. Und wir kommen weiter. Ah, was haben wir jetzt hier? Eingabe der Daten. Bitte gib das Passwort ein. Hä? Was für ein Passwort? Was geht ab? Oh Gott. Diese Maschine kontrolliert alle Systeme. Im Berugas Labor. Die Daten werden durch ein Passwort geschützt. Ohne das richtige Passwort bin ich also machtlos. Merke dir gut, was ich sage. Bloody Mary. Ist Bloody Mary jetzt das Passwort oder was? Bloody Mary, so vielleicht? Passwort akzeptiert. Aufzüge und Kälteschlafzentren sind durch das Passwort freigegeben. Holere, das hat beim ersten Versuch geklappt. Doch woher weiß Fluffy solche tollen Sachen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Anschluss an die Datenbasis. Zugang zu Daten. Geschichte. Beruge. Oh ja, wir bekommen krasse Infos. Yay! Auf sowas freue ich mich immer, wenn man so irgendwie. Das war auch in Chrono Trigger an manchen Dingen so. Wenn man zum Beispiel in diese zerstörte Zukunft gekommen ist, hat man ja auch so eine verlassene Fabrik gehabt, wo man so an einem Computer solche Dinge nachlesen konnte. Sowas finde ich immer super.
Berugas Tag. Das Datum, an dem Beruga seine neue Biotheorie verkündete, DNA-Experimente bekämpften immer wiederkehrende Krankheiten. Sie verlängern das Leben und schaffen künstliche Intelligenz. Okay, Kälteschlaf. Die erste Kälteschlafmaschine der Welt, geschaffen von Dr. Beruga, verlangsamte die Ausbreitung von Krankheiten und rettete Leben. Letzter Erdentag. Der Tag, an dem ein Virus 90% allen Lebens einfach auslöschte. War das das, was jetzt hier vor dem Spiel passiert ist, oder was? Aber es war quasi alles aus... Es war nicht ausgelöscht, es war einfach nicht da. Weil wenn es ausgelöscht wäre, dann würde ja alles neu entstehen. Das heißt, die Menschen wären auch alle nicht so, wie sie jetzt waren quasi. Also richtige erwachsene Menschen und Kinder und sowas waren alle noch Babys wahrscheinlich eher, wenn sie komplett ausgelöscht gewesen wären und neu entstehen müssten und sowas in der Richtung. Der Virus namens Asmodeo dezimierte die menschliche Rasse. Dr. Beruga impfte einige, doch eine Hungersnot raffte sie doch dahin. Okay, Labor. Forschung und Entwicklung bahnbrechender Biotechnologien. Da die Arbeit sehr gefährlich ist, wird sie von Robotern erledigt, alles klar. Merken wir. Das Impfserum gegen Asmodeo wurde hier entwickelt. Die Erfolgsquote liegt bei über 80%. Doch es konnte nicht genug Serum produziert werden. Und deswegen sind 90% der Menschen gestorben, scheinbar. Im EG ist der Versammlungsraum der Roboter. Im U1 und U2 sind die Biolaboratorien. U3 befindet sich noch in der noch im Aufbau. Achso, da war jetzt noch Geräteraum. Nee. Das habe ich gerade gelesen, ich Idiot. Okay, gut. Alles klar, damals ein paar Infos gehabt. Gut, dann muss ich jetzt wahrscheinlich zurück zum Aufzug, oder? Ich denke mal schon, deswegen gehe ich da mal schnell ohne euch hin, würde ich sagen. So, und da sind wir wieder. Ja, es geht rein nach unten, sehr schön. Okay, ich denke mal, jetzt kommt der Boss oder sowas in der Richtung. Kämpfen wir jetzt direkt gegen Beruga oder wie sieht die Sache aus? Ich bin gespannt. Oder kommt noch ein Dungeon-Raum? Wir werden es ja sehen. Ich denke aber, jetzt kommt der Boss. Es hat so einen Boss-Charakter, sag ich mal, weil wir haben gerade noch so ein bisschen die Infos vom PC erhalten und das war jetzt quasi das Letzte, was wir im Dungeon gemacht haben. Und jetzt geht's bestimmt zum Boss. Ja, das sieht ja nach Bossraum aus. Arg, lass dich nicht von dem Licht erwischen. Das ist bestimmt nicht gut. Er war voll drin. Es ist bestimmt so ein Wachlicht. Ja, jetzt ist er voll drin gewesen. Oh mein Gott, was war das denn? Ist das mein Boss da? Eindringling, Angriffsmodus aktiviert. Ja, scheinbar schon. Hi, was bist du denn? Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Achso, ich bin hier noch auf einer Feuer. Da. Raketenabwurf. Kannst du keine Raketen auf mich werfen? Das wäre voll freundlich. Okay, ich denke mal, ich muss meine Beine zerstören oder sowas in Richtung. Au. Ich nehme mal kurz ein bisschen Heilung hier. Ah, er ist hinter mir. Man hat ja aber gar nichts richtig auf dem Bild. Das ist schade. Ah, jetzt. Peitschenschlag. So. Hallo. Arg wurde geröstet. Uncool. Gerösteter Arg schmeckt bestimmt nicht wirklich gut. Ha! Jetzt bin ich dem Feuer da ausgewichen, was aus seinem Hinterteil kam, wie auch immer. Kann ich mich noch irgendwie mehr schaden als jetzt hier an den Beinen? Oder ist das nicht wirklich möglich? Keine Ahnung. Ah, oh, er ging nicht weg! Hier hinten ist scheinbar nichts mehr. Aber ich glaube, die ersten Beine sind... Oder haben Schaden genommen, keine Ahnung. Ja, es hat so ein typischer Bosskampf, kennt man, würde ich sagen. Ah, geh weg. So. Jetzt bin ich da hängen geblieben. Ja, okay, da hinten zu stehen ist, glaube ich, klüger auf jeden Fall. Oh ne, jetzt habe ich wieder geschwächten Angriff. Zumindest nach dem Symbol, was da oben steht. Stirbt mal eins der Beine vielleicht. Da meine Stärke kehrt zurück. Sehr schön. Und ich gönne mir eine weitere Zwiebel. Ne, was ist das? Was sind das für Dinger? Knollen, glaube ich, nicht Zwiebeln. Oh, Junge. So, wenn mal eins von diesen
Scheiß Bein bitte sterben. Das wäre voll cool von den Beinen. Aber scheinbar nicht. Ah, geh doch weg. Ich will wegspringen. Oh, jetzt habe ich die Scheiße wieder mit der Stärke-Reduzierung. Ich stelle mich gleich nicht gut an, kann das eigentlich sein. So, hier einmal ein bisschen Schaden. Bin das nur ich oder leckt das später ein bisschen? Wow, ich bin... Wow, ich bin voll drin gewesen, ich Idiot. Dem hätte ich auch noch ausweichen können. So, das war jetzt mal halbwegs okay wieder, dass ich diesem Feuer ausgewichen bin. Wow. Ich habe halt nicht gesehen, dass ich noch keinen Schaden zufügen kann. So. Schade, das war jetzt zu spät. Dann komm runter. Ich weiß nicht, ob das überhaupt die richtige Taktik ist, wie man am besten gegen ihn kämpft. Keine Ahnung. Oh nein. Vielleicht kann man auch irgendwie voll cool gegen ihn kämpfen. Oder macht ihn irgendwie noch mehr Schaden auf irgendeine Weise. Keine Ahnung. Wow. Jedenfalls kämpfe ich jetzt erstmal so hier. Und wenn er halt irgendwann nicht stirbt, dann versuche ich was anderes. Aber ich sehe halt auch keine Stelle, wo ich irgendwie mehr Schaden machen könnte. Oder anders Schaden machen könnte oder sowas in der Richtung. Vielleicht sollte ich mir mal kurz durchlesen, was da unten dort alles steht. Vielleicht gibt das irgendwie Hinweise oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich mag solche Bosse eigentlich grundsätzlich nicht wirklich, solche dummen Maschinenviecher. Ich weiß nicht, ob die Explosion gerade von der von den Raketen kam oder von mir. Weil es halt so an dem Bein dran war. Deswegen, keine Ahnung. So. Aber ich glaube, das kommt eher von den Raketen und nicht von meinem Schaden. Aber hier, wenn die Raketen kommen, leckt das Spiel mal so ein bisschen. Kann das sein? Oder liegt das an mir? Liegt das an meiner Aufnahme oder so? Keine Ahnung. Kommt mir aber so vor. Oh, ich bin voll reingelaufen, Idiot. Toll, super. Ich glaube, ich kann ihm nicht irgendwie mehr Schaden machen. Ich habe keine Ahnung. Der Adler ist gelandet, alles klar. Na komm. Ich bin ja vor einer Klammer drin gewesen, sehr klug auf jeden Fall. Oh, der Boss ist aber nicht wirklich spannend gerade. Oh, ich dachte ich... Mann! Da hätte ich auch ausweichen können, ich Idiot. So, nein. Wow, weil ich noch Schaden zufügen wollte und der dann aber abgedüst ist. So. Ach Mann. So. Vielleicht soll das auch irgendwie so eine coole Slow-Mo sein, wenn die Raketen runterkommen oder so. Das leckt eigentlich gar nicht. Keine Ahnung. Vielleicht heißt es auch einfach, ich habe viel zu wenig gelevelt und bin noch zu schwach für den Boss. Das kann natürlich auch sein. Oder ist vielleicht irgendwas anderes gegen den voll gut oder so, keine Ahnung. Also eine andere Waffe meine ich, aber vielleicht ein bisschen Magie. Habe ich irgendwie coole Magie oder so in der Richtung? Mal gucken, mal. Gerade kommen so Bomben auf mich runter, aber ich gucke erstmal in meinen Magiekasten hier rein. Was ich so cooles habe. Ja, bitte. So. Gleichzeitig gönne ich mir noch so eine Knolle hier. So, wundervoll. Was haben wir eigentlich so für Magie? Ich erstmal gucken, was ich überhaupt Spannendes habe, ob ich überhaupt was Gutes habe oder so in Richtung. Ich habe auf jeden Fall Heilmagie, das weiß ich. Ah, ich habe immer noch hier den Mondring, cool. Aber hier oben einiges. Windzauber, was bringt der denn? Achso, wirksam gegen Krankheiten. Flora-Zauber war heilen und Wasserzauber. Unbesiegbarkeit. Aha, okay. So, dann machen wir hier... Ach man, Mann, hä? Jetzt ging's, wow. Das ging gerade eben nicht, weil ich dran stand oder was? Ach, egal. Hier. Ja. Jetzt geht's. Wow. Zauber ist hier ohne Wirkung. Dankeschön, Spiel. Dankeschön. Oh, jetzt bin ich reingesprungen. Der Boss geht mir auf den Sack. Ich cutte mal, bis ich den besiegt habe, ganz ehrlich, weil sonst ist der Part hier ewig lang und ich mache quasi nichts.
So, ich glaube, ich habe ihn gleich besiegt, weil die Beine da blinken und das ist das Einzige, was er nicht blinkt. Also diese komischen roten Kreise, da seht ihr das, die blinken halt so komisch. Als ob sie gleich explodieren. Und ich glaube, jetzt habe ich ihn gleich besiegt. Ich hoffe es zumindest. Ah, der Boss funktioniert einfach nicht so, wie er funktionieren soll. Habe ich so das Gefühl. Also, wenn man halt irgendwie gegen seinen Arm läuft, der ja eigentlich in der Luft ist. Jetzt hier zum Beispiel, von was werde ich gerade getroffen? Es ist einfach, das fällt mir allgemein oftmals im Spiel so ein bisschen auf, dass man halt irgendwie, der Arm ist ja eigentlich, ah, guck mal, jetzt noch nicht fertig. Ein Trick folgt noch. Ja, kannst du mal aufhören. Jedenfalls, das ist halt so ein paar, kann das jetzt verteilt, kann wieder aufhören damit. Also einfach irgendwas halt eigentlich in der 3D-Ansicht quasi in der Luft wäre. Oder auch hinter Säulen, da kann man ja auch nicht wirklich hinterlaufen. Weil die halt so als festes Objekt irgendwie gelten. Und das ist so ein bisschen schade am Spiel. Letzte Attacke hat ihn zerrissen, sehr schön. Ist halt bei dem ja auch so, wenn jetzt hier zum Beispiel sein Arm ist oder so. Und er ja eigentlich in der Luft ist, man dahinter laufen könnte. Geht's halt hier nicht. So, hier geht es jetzt weiter oder was? Dann kann ich auch sagen, was hier kommt, sehen wir im nächsten Part von Terranigma aus der Anschau. Euer V-Road, tschüss.